Am Freitag wurde Jupp Heynckes als Interimstrainer des FC Bayern München bis Saisonende bestätigt. Heute nun die Vorstellung des 72-Jährigen in der Allianz Arena. Heynckes übernimmt den Trainerjob beim Rekordmeister insgesamt zum 4. Mal und weiß dementsprechend ganz genau, worauf es ankommt. Für mich ist klar, dass der FC Bayern in den letzten 10 Jahren eine ganz klare Hierarchie in der Mannschaft gehabt hat. Und das ist wichtig, wieder eine ganz klare Hierarchie zu installieren und eben auch den Spielern wieder das Vertrauen in ihren eigenen Möglichkeiten zu geben, die sie normalerweise immer gehabt haben. In verschiedenen Gesprächen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Jupp Heynckes jetzt für diese Zeit die beste Lösung ist. Es gibt uns die Zeit, dem FC Bayern die Zeit, in aller Ruhe alle Probleme, alle Baustellen zu befrieden und bis zum 1. Juli dann mit einem neuen Trainer den Verein Besenrein zu übergeben. Ich glaube, er ist einfach jetzt von der ganzen Erfahrung, die er hat, der richtige Mann auch. Ja, wir leben ja, ich denke, im Land in Deutschland der Handwerker und da gibt es ja eine Hierarchie, Lehrlinge, Gesellen und Meister. Und ich würde Jupp als den absoluten Meister im Fußball bezeichnen. Meine Aufgabe ist es, wieder eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft, die wirklich zusammen spielt, zusammenarbeitet, immer ein großes Ziel vor Augen hat, im Moment eben die Wende zu schaffen. Das heißt, dass wir uns ganz anders präsentieren. Und da muss ich Gespräche mit den Spielern, die ich schon gehabt habe, führen, aber auch mit den Neuen. Das ist doch ganz klar. Ich habe da einen ganz klaren Plan und weiß, wie ich das anfassen muss. Am Nachmittag bereits das erste Training unter dem neuen starken Mann beim FCB. Zusammen mit seinen Assistenten Peter Herrmann und Hermann Gerland, mit denen er 2013 das historische Triple mit dem FCB gewann, soll Heynckes den FC Bayern nun wieder in die Erfolgsspur führen. Die Voraussetzungen dafür scheinen ideal. Denn wenn einer weiß, wie man mit dem FC Bayern Erfolg hat, dann ist es dieser Mann, Jupp Heynckes.